Hallo, es ist Philipp Haas von Investor Search und in diesem Video geht es um eine Gaming-Aktie. Ich bin ja normalerweise nicht so der Riesenfan von diesem Sektor, weil es gibt ein paar große Firmen, die immer wieder die gleichen Franchises rausbringen und inzwischen auch oft zu großen Firmen gehören wie Activision oder sowas. Oder es gibt so kleine Studios, was dann eher so ein bisschen wie ein Kinofilm ist, sehr hit-driven, oft eher Künstler. Und es gibt einfach relativ niedrige Eintrittsbarrieren, sei es im Mobile Gaming zum Beispiel. Ich habe jetzt ein ganz spannendes Aktie meiner Meinung nach gefunden, wo ich auch indirekt minimal investiert bin. Deswegen hier der Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte und das ist natürlich keine Anlageberatung, nämlich Enad Global 7. Warum sind die so ein bisschen anders? Erstens, sie haben eher sehr, sehr alte Spiele zusammengekauft und das sind eher so diese Online-Rollenspiele. Ich weiß noch, das habe ich ganz wenig auch mal während dem Abitur so ein bisschen gespielt, so World of Warcraft. Und das zum Beispiel eigentlich der Erfinder dieses Genres, EverQuest, gehört ihnen. Also schon relativ bekannt, wer sich im Gaming ein bisschen auskennt. Ist natürlich sehr, sehr alt, aber gibt es natürlich immer noch so ein paar Hartgesottene, die das spielen. Und die haben natürlich auch eine Zahlungsbereitschaft, wenn ich da irgendwie 20 Jahre investiere. Das kann man natürlich ganz gut auch planen. Aber auch andere Brands haben sie zum Beispiel eine Lizenz, wie irgendwie Magic the Gathering, Match Warrior und solche Sachen. Und das ist relativ wiederkehrende Umsätze und halt auch planbar. Auch Lord of the Rings Online, My Singing Monsters, das gehört zu einer kanadischen Firma, was durch TikTok mal wieder einen Boost bekommen hat, hat sich wieder ein bisschen normalisiert, was auch ein Grund ist, warum die Aktie auch ein bisschen runtergegangen ist. Davor war da, würde ich sagen, eher so der Entwickler als CEO. Jetzt ist da aber eher ein Investor dran mit einem, sag ich mal, Private Equity und Gründungshintergrund. Das ist der Jason Epstein, der den neuen CEO, sage ich jetzt mal, mit dem schon sehr, sehr lange zusammenarbeitet. Und werden wir auch gleich in der Präsentation sehen, die da sehr, sehr nüchtern, teilweise vielleicht sogar sehr ehrlich oder pessimistisch rangehen, wäre vielleicht auch ein Teil des Investment Cases, dass sie auch weiter zukaufen möchten, denn sie sind noch nicht so riesig investiert. Also Jason Epstein hat so 9,6%, auch ein relativ bekannter Hedgefonds, 6%. Und der G. Hamm ist der CEO. Vielleicht wollen die auch ein bisschen zukaufen jetzt in dem Jahr, weil sie dann wissen vielleicht, es geht nach oben. Ja, aber die Spiele, wie gesagt, von den Marken her, gehört ihnen nicht alles selber. Ne? Also Magic the Gathering, das ist dann eine Lizenz, aber EverQuest gehört ihnen selber. Da kann man viel draus machen, da wollen sie auch irgendwann eine neues Spiel rausbringen, was dann für Gewinne sorgen soll. Die zwei wichtigsten Studios bei Enad 7 ist Daybreak, wo das Evergrass drin ist, und dieses Big Blue Bubble, wo irgendwie My Singing Monsters. Und dazu haben sie noch, ich nenne es mal so, unterstützende Firmen, die so Marketing machen für ihre Spiele, aber auch für andere. Das ist eher so ein Agentur-Service-Geschäft. Das ist nicht ganz so spannend, aber der Hebel ist halt eher in diesen Spielen. Hier sehen wir halt auch My Singing Monsters. Ging dann einmal kurz viral, kam seitdem aber auch wieder runter, sollte sich jetzt aber stabilisieren und dann, sage ich jetzt mal, auch nicht mehr so der auf die Finanzzahlen negativ beeinträchtigen. Aber per se hat der Sektor auch wie viele andere digitalen Sektoren aktuell eher ein bisschen Gegenwind. Es gibt auch Mitarbeiterabbau, weil halt während Corona viel investiert worden ist. Jetzt spielen die Leute nicht mehr ganz so viel, sind wieder mehr draußen und gab einfach zu viel Angebot und so stark wächst der Markt halt dann auch nicht mehr. Und hier sehen wir noch die zwei anderen Firmen, die eher dieses Unterstützende machen. Dazu, was aber ein Vorteil ist, viele Studios auch so in diesen kleineren Bereichen haben eher Schulden und sie haben Netto-Cash, was natürlich in der Krise dann eher mal ermöglicht, einen Zukauf günstig zu machen. Und ab 2025 sollte der Markt dann auch wieder mehr wachsen. Und hier sehen wir ihr 3-Jahres- Forecast. Und warum kam die Aktie jetzt so runter und könnte interessant sein, ne? Weil die waren mal bei 117 schwedische Kronen, jetzt ist es bei fast minus 90%, ist sie aber an einer gewissen Bodenbildung, würde ich sagen. Ja, weil der Ausblick für 24 halt mit schrumpfendem Wachstum einherging. Ab 26 wollen sie dann aber diese 3000 wieder erreichen, was sie nicht heruntergenommen haben, weil sie dann da Spiele in der Pipeline haben. Wie gesagt, ich könnte mir ja vorstellen, klar, sie haben Gegenwind, aber auf der anderen Seite sind sie ja auch eher wirklich sehr, sehr konservativ, weil sie natürlich jetzt vielleicht günstiger zukaufen können. Und sie sind langfristig sehr überzeugt von der Strategie,
Wie gesagt, das neue Management-Team kommt aus diesem Zukauf Daybreak, was das alte Management sehr, sehr überteuert gekauft hat. Und auch absolut haben wir hier eine Marktkapitalisierung von gut 100 Millionen Dollar oder Euro, dazu noch Netto-Cash. Das ist schon sehr, sehr wenig für so ein doch relativ stabiles Spiele-Franchise, was, glaube ich, dann bei einer bisschen Wachstum sich wieder stärker erholen sollte. Und wenn wir diese Ziele hier halt zusammennehmen, 1 Million EBITDA in 2026, bei aktuellem Netto-Cash von fast der Hälfte der Market Cap, ist da wirklich sehr, sehr viel negativ eingepreist. Ich glaube, 24 wird schlecht, aber dann, wenn die Börse vielleicht dann wieder auf 25 schaut und die Nachrichten sich ein bisschen stabilisieren. Wir haben hier auf jeden Fall ein intrinsisch motiviertes Management, was sehr, sehr erfahren ist. Gibt auch eine sehr, sehr gute längere Präsentation noch vom Kapitalmarkttag. Kann man sich auch anschauen, wenn es interessiert. Deswegen ist hier doch ein KGV von um die 18 meiner Meinung nach angemessen. Ich glaube, es gibt da Potenzial in diesem mittleren Markt als der rationale Player, der gut zukaufen kann, eher in diese wiederkehrende Spiele investiert, die natürlich auch vom Geschäftsmodell her interessanter sind und weniger hitgetrieben ist. Und dann kann man auch mit dem 18er bewertet werden. Aktuell sind wir eher bei der Hälfte und dazu kommt noch Netto Cash. Also das ist schon sehr, sehr günstig. Und deswegen, wie gesagt, hier eine minimale Position, kann irgendwann auch mal mehr werden, aber das ist auf jeden Fall was im Gaming-Bereich, im mittleren Segment, was ich ganz interessant finde und wo man auf jeden Fall oft an der Seite auch von ganz erfahrenen Investoren investiert, was ja auch immer nicht so unwichtig ist. Kennt jemand die Firma oder vielleicht die Spiele? Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.